Herzlich willkommen zu der krönenden Sendung von der Miss und Mr. Nordwestschweiz Wahl 2012. Heute sind wir im Grand Casino Basel, wo die grosse Finalshow stattfindet. Heute wird entschieden, welche Kandidatin und welcher Kandidat die Krone darf mit heimnehmen und den Titel als Miss und Mr. Nordwestschweiz 2012 darf annehmen. Janik, die erste Hürde hast du überwunden. Wie ist es gegangen? Sehr gut, sehr entspannt. Ich bin jetzt so nervös jetzt vor der Show. Und jetzt, was kommt als nächstes? Jetzt machen wir es. Jetzt machen wir Vorbereitung, Kinder. Und dann fängt es ja gleich an. Bist du nervös? Ein bisschen. Aber es ist auch schon schlimmer gewesen. Also, Muba ist schlimmer gewesen, vorwahrscheinlich. Jennifer, wie hast du die Jury empfunden? Sie sind sehr nett, wirklich sehr herzlich. Ich habe mich wohl gefühlt, so wie Smalltalk machen. Doch, es sind, glaube ich, tolle Leute. Was freust du dich am meisten hier oben? Der erste Durchgang. Ich glaube, das ist die grösste Herausforderung. Also das erste Mal wirklich raus, dann das tolle Publikum dürfen sehen, die Familie hoffentlich, die man gehört schreien und Unterstützung von hinten. Was müsst ihr dort machen oder was haben wir an? Casual, also so Freizeitmode vom Frauen dürfen wir präsentieren, ja. Stefano, die Jury hat dich mit sehr gemeinen Fragen gelöchert. Bist du jetzt ins Schwitzen gekommen? Nein, gar nicht. Was war die schwierigste Frage, die du beantworten musst? Ob ich jemandem zum Lachen bringe. Bist du lustig? Und das mit der Freundin stimmt, dass das, wenn du gewünscht, dass der Polt ist? Mm, klar. Für mich ist sie die Einzige. Meine Damen und Herren, das ist doch mal ein Statement. Danke. Ich habe gerade die Lea Wittmer bei mir. Sie ist am D&D Miss Earth Schweiz 2012. Lea, du bist in der Jury gewesen. Wie haben sich die Kandidatinnen und Kandidaten geschlagen? Sie haben sich eigentlich sehr gut geschlagen. Es hat so 1-2 drunter. Man hat sich schon ihre Favoriten eigentlich ausgesucht, die wirklich sehr schlagfertig waren. Aber natürlich ist es jetzt sehr spannend, wie sie sich auf der Bühne werden machen. Dann laufen wir vor, machen die zwei Dreiecke, machen die, also die Schritte. Den Schritt und den, ja. Dreieck. Und hier dreht ihr noch einmal. Oder kommt Andrea und Janik sind gerade die letzten Vorbereitungen am Treffen für ihre Choreografie. Was sind ihr gerade am Besprechen? Wie wir genau laufen. Und wie sieht das uns nachher? In Wort gefasst? Gut. Sollte elegant aussehen. Ja. Sollte elegant aussehen. Ihr seht, Andrea und Janik machen das, als hätten sie noch nie etwas anderes gemacht. Wie hat es geklappt? Hat es einen Fehler gegeben? Ja. Nein. Bei den Dreien, aber es ist noch einmal gegangen. Aber nachher klappt das, oder? Natürlich. Ihr seht, momentan ist hier noch tote Leere. Aber in wenigen Minuten werden hunderte von Zuschauern hier reinkommen und die Kandidatinnen und Kandidaten auf dieser Bühne können bewundern. Viel Spass beim Zuschauen. Inzwischen schauen wir mal, was Backstage abgeht. Kommt mit. Ranieri, alles klar? Sowieso. Bist du schon in der Maske gesehen? Ja, ja. Und bist du nervös? Ja, schon gleich. Bist du nervös? Auf was freust du dich am meisten hier oben? Frauen. Sie sehen Frauen. Ich bin nicht der Einzige, der sich auf Frauen freut. Aber du musst dich auch nicht nur auf Frauen freuen, sondern auf das Programm. Was freust du dich am meisten im Programm? Ja, schon Bademode und so. Weißt du, Bikini, Frauen schauen und so. In diesem Fall, im Ranieri geht es nur um eins, um Frauen. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Well, yellow, red, black or white. Add a little bit of moonlight for this intercontinental romance. Shy girl, sexy girl, they'll like that fancy world. Champagne, a gentle song, and a slow dance. Hold you in my arms, we're dancing to the beat. Für wer sind ihr heute oben hier? Für Florian Giesin. Florian Giesin, verwandt, bekannt? Mimi-Bewohner.
Ich bin für Jenny Senften, weil es ist eine gute Freundin von uns und von meiner Tochter vor allem. Leider kann meine Tochter heute nicht kommen und wir sind stellvertretend da. Sie gewinnt natürlich heute, oder? Ja, wir wünschen es ihr von Herzen. Miss an Mr. Bottles Schweiz, 2000 am 12. So, guten Abend, herzlich willkommen aus dem Grand Casino. Ihr dürft gerne applaudieren. Du hast gerade den Lauf hinter dir. Wie ist es gegangen? Genau, ja, es war okay, es hat gut geklappt und meine Dreieck ist nicht in die Hose gegangen. Da bin ich nicht drüber. Was meinst du den Leuten aus, dem Publikum, Bombenstimmung? Ja, Bombenstimmung. Ich finde es super, dass sie alle uns mithelfen, mitfiebern, dass wir auch gute Show abliefern. Gigantischen Applaus für den DJ Mario Friedi! Okay, bis gleich. Ciao, ciao. Ihr seht, der Cheforganisator Martin Thalmann ist immer schwer beschäftigt. Martin, läuft alles nach Plan? Es läuft alles nach Plan, das heisst, es läuft sehr viel, was unkoordiniert ist. Aber so muss es sein, das kriegen wir zusammen. Aber das Grundkonzept steht, wir sind alle ready. Welchen Teil der Show bereitet dir am meisten Kopfschmerzen? Das ist Pause, weil dort alle müssen umgeschminkt werden, umfrisiert werden. 20 Minuten, das ist sehr wenig. Und dort müssen wir gut sein. Geben. Lady, please come closer. I just can't fight the heat. Wie fühlt es sich an, wie ein Star geschminkt zu werden? Ich muss sagen, sie macht es sehr gut. Ist sehr angenehm. Habt ihr gut an? Ja, ist sehr brav. Ist es gerne das Make-up im Gesicht? Ich muss ehrlich sein, ich habe es bis jetzt nur in diesen Monaten erlebt, also geschminkt zu werden. Aber ich nehme an, für so Shows ist es natürlich schon wichtig, dass man so dementsprechend, sage ich jetzt mal, perfekt aussieht. Mr. Go!
sind sie in der Bademode. Jetzt? Etwas ganz Spannendes. Das wäre? Jetzt müssen wir immer mit einem Mann zusammenlaufen, Frau und Mann, eleganter Durchgang. Wir müssen immer eine Geschichte erzählen. Du hast alle Kandidaten und Kandidatinnen gestylt hinter der Bühne. Wie ist es jetzt für dich, wenn du sie auf der Bühne siehst? Schönes Erlebnis, wenn man, da, wenn man seine eigene Arbeit auch mal im Fernsehen sieht. Ist klar, ist aufregend und ja, ist schön. Was nimmst du mit als Hairstylist von diesem Event? Es war wieder mal eine neue Erfahrung, mit vielen lässigen Leuten zusammenzuarbeiten und auch mit einem tollen Team von mir vom Geschäft, von Beato Basel. Wer hat die beste Frisur? Es haben alle gute Frisuren. Sie sind von uns gestylt worden. Gute Antwort, vielen Dank. Simon, in wenigen Minuten ist es soweit. Die Entscheidung wird verkündet. Bist du nervös? Wenn du es jetzt gerade so ansprichst, bin ich schon nervös, ja. Was erhoffst du, was erwartest du? Ja, ich hoffe eigentlich nichts, aber ich bin eigentlich zufrieden in der allgemeinen Situation, wie es ist, und ich gönne es jedem, der wünscht. Mr. Nordwestschweiz 2012, das ist der Jonathan Wieser! Meine sehr verehrten Damen und Herren, aktuelle Miss Nordwestschweiz 2012/2013 ist mit Namen Blumen, willst du mir noch nicht geben? Das war es von den Wahlen von der Miss und Mr. Nordwestschweiz 2012. Sie sehen, unsere beiden Siegen lassen sich noch deftig laufen und wir hoffen, dass ihr nächstes Jahr wieder einschaltet, wenn es wieder heisst Miss und Mr. Nordwestschweiz 2013.